Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir den Rote Ritterin-Skin im Shop. Dann dazu die Karmesin-Hacke. Als nächstes haben wir dann den Spielzeugtrooper in grün, grau und rot und natürlich die männliche Version ebenfalls in grün, grau und rot. Dann haben wir noch dazu die grünes Plastik bzw. die ganzen Plastiklackierungen. Man bekommt ja für 400 V-Bucks drei Lackierungen mit drei verschiedenen Stilen, haben im Prinzip tatsächlich nur drei verschiedene Farben, eben halt passend zu den verschiedenen Farben der Skins. Hätte man aber auch als Einwaffenskin mit verschiedenen Stilen machen können, wäre dann etwas übersichtlicher gewesen. Und dann haben wir auf jeden Fall als nächstes den großer Schlucker-Skin. Relativ breit, deshalb nicht unbedingt empfehlenswert zu spielen. Dazu die Doppelzapfer-Spitzhacke und die Schlürflackierung. Dann haben wir den Facetten-Skin, den Bracer-Skin. Dann Fackelwirbel-Emote. War glaube ich schon relativ lange nicht im Shop. Dann haben wir gebrochenes Eis als reaktive Lackierung. Die wird wieder beim Schießen animiert. Der Waffeneffekt sieht eigentlich ganz cool aus. Das heißt, immer wenn man schießt, dann eist das immer weiter zu. Und sonst wird das eben also eher etwas dunkler. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ich mag solche Lackierungen eigentlich auch immer ganz gerne. Dann haben wir zunächst das Endlosrad. Und dann Schattentraining als letztes Emote. Das war es auf jeden Fall mit diesem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.